Ja, moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge Nummer 30 Let's Play Cities Skylines Snowfall. Nein, Natural Disasters natürlich, aber wir haben mit Snowfall hier angefangen und mittlerweile Folge 30 von unserer Schweizer Karte. Und ich meine, 30 Folgen sieht man mittlerweile, wir haben unglaublich viel geschafft und genau, jetzt gibt's eine Jubiläumsfolge. Allerdings, ich habe mir jetzt gar nichts Besonderes überlegt. Ich würde sagen, wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben ja in der letzten Folge hier unsere Industriebrache ein bisschen fertig gebaut. Hier wollte ich auf jeden Fall noch so eine Kleinigkeit optimieren und ansonsten viel ÖPNV auch wieder in dieser Folge, denn in der letzten Folge haben wir auch angefangen, unseren zentralen Busbahnhof hier ein bisschen auszubauen mit Bahnhof etc., dass wir das ganze Areal hier auf jeden Fall noch ein bisschen schöner machen, ein bisschen optimieren und dann sozusagen jetzt auch langfristig einfach mal die ganzen Dörfer hier anschließen. Also zum Beispiel hier hinten das Dorf Cresta, das braucht noch einen Busanschluss, so eine Linie, die quasi hier über unseren Bergpass drüber geht und genau, da müssen wir auf jeden Fall noch einiges machen in diesem Bereich hier und ich weiß gar nicht, ich glaube, hier haben wir auch noch nicht angeschlossen und das Dorf hier haben wir auch noch nicht, Oberhürzel haben wir glaube ich auch noch nicht angeschlossen, unsere Altstadt hier haben wir auch noch nicht angeschlossen, das Dorf Cresta war das glaube ich, genau. Da müssen wir auf jeden Fall noch einiges machen und hier zum Beispiel auch noch eine Buslinie hinbauen. Hier hinten haben wir übrigens auch noch ganz viel Platz für weitere Dörfer. Und was ich auf jeden Fall auch noch mit euch machen wollte, mal eben kurz so einen kleinen Wrap-up sozusagen, was ich bisher von der Liste noch nicht umgesetzt habe. Ich notiere mir ja immer, wie gesagt, alle Vorschläge, die in die Kommentare kommen. Aber es kann manchmal sein, dass ich einzelne Sachen vergesse oder überlese oder, ich meine, passiert mir leider manchmal. Ich versuche das so weitestgehend organisiert zu machen, aber wenn ich zum Beispiel im Bus sitze, unterwegs bin und dann die Kommentare auf dem Handy lese und dort beantworte, habe ich nicht immer die Möglichkeit, das alles direkt anzuschließen. Oh, und hier haben wir Stau, da müssen wir auch noch was machen. Genau. So, Punkt 1 auf der Liste, Stadtstrand. Ich wollte auf jeden Fall so ein paar Stadtstrände bauen. Einer sollte hier hin und da drüben Richtung Studentendorf hier. Da habe ich ja hier gesagt, dass ich das wieder abreiße. Dass wir so einen kleinen Stadtstrand einfach hinbauen hier. Gerade in diesem modernen Teil passt das, denke ich, ganz gut rein. Dann der Busbahnhof mit den zentralen Verbindungen, das machen wir gerade. Dann die Zahnradbahn. Ich wollte ein Skigebiet bauen, wo wir eine Zahnradbahn hochbauen. Und zwar auf Basis unserer Bahnstrecken, die wir mittlerweile oberirdisch bauen können. Ne? Also U-Bahn-Strecken, die wir dann halt sozusagen steil gerade irgendwo hier irgendeinen Berg hochführen. Genau, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Und ich überlege halt noch, wo ich dieses Skigebiet, was ich damit verknüpfe, hinbaue. Wird natürlich Sinn machen, dass wir hinten vielleicht so ein Skigebiet reinbauen. Ich meine, wir haben hier so mehrere Kessel. Hier könnten wir mehrere Abfahrtspisten ganz gut reinbauen. Deswegen, ich vermute mal, dass ich die Zahnradbahn dann irgendwie hier reinbaue, dass die sich sozusagen hier irgendwie dann hochschlängelt. Zack, einmal bis hier hoch oder so. Könnten wir mal gucken. Wir machen vielleicht hier mit so einem kleinen Tunnel, der dann hier oben wieder rauskommt, zum unterirdischen Teil. Müssen wir einfach mal schauen. Genau, dann LKW-Verbot in der Altstadt. Habe ich immer noch nicht eingeführt, muss ich noch machen. Dann Autobahnraststätten mit Tankstellen, das brauche ich auf jeden Fall auch noch. Und was ich auch noch machen wollte, war auch ein super Vorschlag. Hier relativ am Stadtrand so ein großes Einkaufszentrum mit Mediamarkt und irgendwelchen Supermarktketten etc. Dann habe ich noch verschiedene Dörfer auf dem Schirm, unter anderem das Dorf Galgengrund, das Dorf Häfigen, den alten Heider Bergbau, den muss ich auch noch machen. Und Fünftal, Kleinharras, Landen, Goldbach, neben Schutterwald soll das hin. Und das Dorf natürlich Reitenbach mit Weingütern, also mit Weinbergen. Werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Wasserkraftwerk werde ich auch noch bauen, hier an den Fluss irgendwie hier oben rein, mal gucken. Dann übrigens, Fred Freibier, liebe Grüße, das mit der Bierstadt habe ich übrigens auch noch auf dem Schirm. Ich habe es ewig nicht gemacht, wird aber noch kommen. Und dann natürlich weiterhin noch so ab und an mal so kleine Almen bauen. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wo habe ich die? Ich glaube, ich hatte hier zwischendurch, muss mal gerade gucken, wie das Ganze heißt, ganz cooles Ding im Workshop gefunden, was ich bisher fast gar nicht gebaut habe. Ich weiß nicht, ob ich das unter Scheck finde. Nee, leider nicht. Egal, auf jeden Fall so eine richtig klassische Heuhütte, die zwischendurch in den Bergen dann zwischen den Bäumen platziert wird. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich die versteckt habe. Ich glaube, Parkanlage war es nicht. Ich glaube, die ist eher hier rechts irgendwie versteckt, so in diesem Bereich hier. Muss ich mal gucken. Irgendwo wird die auf jeden Fall hier zu finden sein. Also wie gesagt, da werde ich auf jeden Fall auch noch einiges machen. Verlassene Bauernhäuser und so können wir natürlich auch zwischendrin mal immer irgendwo hier reinbauen, ne? Passt auf jeden Fall auch immer ganz gut in die Landschaft rein und genau, da können wir auf jeden Fall immer mal wieder ein bisschen was machen. So, ja, ansonsten, was habe ich noch? Das Gerihorn und den Piz Palü und den Berg Bendling, den werde ich auf jeden Fall auch noch machen, also Berge benennen. Und genau, das Olympiadorf habe ich noch und das Bergschloss habe ich auch noch notiert. Also, wie ihr seht, das ist auf jeden Fall Material für die nächsten 50 Folgen quasi. Also, da wird auf jeden Fall noch einiges passieren. So, jetzt habe ich aber auch schon wieder 4 Minuten gelabert, ohne was wirklich zu machen. Wir fangen jetzt direkt an mit unserem Busbahnhof hier am Anfang.
Und zwar haben wir hier aktuell noch so ein kleines Verkehrschaos, was ich gerne beheben würde. Unter anderem gerne, ja, was unbedingt hier rein muss, ist ein Einbahnstraßensystem. Und zwar gegen den Uhrzeigersinn, also wie das bei Rechtsfahrern natürlich klar ist, ne? Man fährt immer, ne? Gegen den Uhrzeigersinn in solchen Kreisverkehren. Und genau, das heißt, man kann hier reinfahren, hier rausfahren und ab hier hat man dann so eine Art Rundsystem. So, und dementsprechend kann man natürlich auch hier diese, ja, die Bahnhöfe für den Bus sozusagen, die kann man jetzt auch nochmal eben kurz ummodellieren, dass es quasi auch Einbahnstraßen werden. Weil, wie gesagt, die eine Busspur hier, die Linie, die hier hochgeht, die macht relativ wenig Sinn. Und ja, genau, deswegen mache ich das jetzt hier alles als Einbahnstraße. So, nehmen wir den einmal hier, One, das ist irgendwie so eine Beta-Funktion, mal gucken. Also von dieser Modifikation hier, Traffic President müsste das sein oder Network Extensions, ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich denke mal, das Ganze sollte funktionieren. Genau, so, und dann haben wir hier, wie gesagt, den Kreisverkehr. Und bei Kreisverkehren, meiner Meinung nach, braucht man keine Ampeln, das geht auch ohne. Deswegen gehe ich auf den Traffic President erstmal und nehme hier die Ampeln weg. So, hier und da drüben natürlich auch. Denn, wie gesagt, hier ist einfach rechts vor links. Ne? Nicht rechts vor links, sondern die im Kreisverkehr haben halt Vorfahrt und fertig. So, und ich gucke gerade mal, ob ich das hier mit den... genau. Dann setze ich hier nämlich noch Vorfahrtsschilder. Dass klar ist, dass die im Kreisverkehr Vorfahrt haben. Ja? So, genau. So, und damit sollte das dann einigermaßen auch funktionieren. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt klappt. Kann ich eigentlich auch sagen, genau, die müssen die Vorfahrt achten hier. Jo, dann passt das, denke ich mal auch. Gut, damit hätten wir das auf jeden Fall gemacht. Wirklich richtiges Mikromanagement hier. Und der Verkehr sollte damit richtig gut fließen an dieser Stelle. So, hier haben wir jetzt, wie gesagt, den Busbahnhof. Hier würde ich ganz gerne noch ein kleines Parkhaus, Parkhaus, genau. gerne noch ein Parkhaus hinbauen. Ich muss gerade bloß mal gucken, wie ich das am besten hier setze. Ich würde sagen, wir bauen hier einfach gerade mal im rechten Winkel abgehend einfach so eine kleine, so eine Straße, die dann einmal hier hochgeht. So, genau. Bis nach hier hinten, das sollte dann auch reichen. Und dann gehe ich jetzt hier nochmal auf die Suche und gebe hier nochmal Parking ein. Denn ich habe, wie gesagt, Parking Lots, also diese ganz normalen Parkplätze. Und ich habe aber auch, ja, Parkhäuser, die man halt in die Höhe bauen kann. So, und da gucke ich jetzt gerade mal, was hier gut reinpasst. Also das würde natürlich richtig geil hier passen. Ja, das lassen wir auch direkt. Also das passt ja vom Platz perfekt hier rein. Und damit läuft das dann. So, und was ich auch richtig geil finde, ist, dass die Fußgängerbrücken tatsächlich genutzt werden von den Leuten hier. Ne? Also das ist, funktioniert richtig gut. Die steigen hier auf jeden Fall fleißig um. Das klappt richtig prima. So, und ja, dann kann man hier natürlich langfristig auch noch gucken, irgendwie, dass man ein bisschen Landschaftsbau macht. Werde ich jetzt nur ganz gering machen. Keine Sorge, Tim. Also hier wird jetzt ganz wenig nur passieren. genau, machen wir hier noch so einen kleinen Anschluss für diesen Parkplatz hier. Und hier unten nochmal diesen Anschluss. Und genau, dann bauen wir das Ganze hier, glaube ich, auch nochmal kurz rüber. Muss jetzt bloß mal gerade gucken. Hier muss ich jetzt auf jeden Fall komplett frei bauen können, damit ich die Pappel hier nicht abreiße. So, genau. dann passt das nämlich an der Stelle auch sehr gut. Gut, und an der Stelle hier am Rand des Parkhauses entlang, da baue ich auch nochmal so einen kleinen Fußweg hier. Zack, genau. Damit sollte das auf jeden Fall an der Stelle auch passen. Und genau, so, und jetzt haben wir, wie gesagt, hier so ein paar freie Betonflächen, die ich ganz gerne kaschieren würde. Deswegen der Landschaftsbau. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall mit der Prop und Tree Anarchy Umschalt P einmal drücken rein, dass ich das hier, wie gesagt, einigermaßen frei alles platzieren kann. So, und dann baue ich das Ganze jetzt hier erstmal kurz zu. Ne? Platziere hier, wie gesagt, so ein paar Pappeln überall hin. Und genau diesen mittleren Bereich hier auch. Ne? Immer so drei Stück. So, eins, zwei, drei. Hier drüben und hier drüben auch nochmal. Und hier drüben machen wir das auch nochmal. Ne? Das ist halt alles so ein wenig symmetrisch aussieht. Genau. So, dann hier auch nochmal kurz ein paar hin. Und dann kommen jetzt gleich, wie gesagt, noch so ein paar Rosen dahin. Nicht viel, nichts Kompliziertes. Hier ans Ende vielleicht immer nochmal so ein paar Bäumchen. Um das Ganze einfach so ein bisschen aufzuhübschen, ein bisschen aufzulockern. Ich überlege gerade mal, ich könnte eigentlich, wobei, ne, ist ein bisschen zu dick, nah aneinander. Ich glaube, so passt das schon besser hier, so eine Pappelreihe. Und hier drüben dann auch nochmal. Und genau, ich überlege gerade, wobei Richtung Autobahn kommen. Hier bleibt jetzt einfach so eine nackte Betonwand. Das passt schon. Man könnte natürlich überlegen, ob man hier noch so ab und an mal so eine Pappel reinsetzt. Aber genau, das ist mir jetzt zu aufwendig. Das lassen wir jetzt einfach mal. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist hier nochmal so ein paar Rosenbüsche platzieren. Irgendwie nochmal so als Abgrenzung hier. So, gerade mal gucken, dass das einigermaßen hier passt. Mit dieser Kurve hier. So, genau. Und dann hier das Ganze einmal kurz anschließen. Also wie gesagt, nichts Kompliziertes, wie ihr jetzt seht.
Na, einfach nur so ein bisschen Landschaftsbau, dass es insgesamt unterm Strich schöner aussieht. Genau. So, genau. Ein bisschen farbiger, ein bisschen farbenfroher. Gut, damit hätten wir das jetzt auch einigermaßen abgeschlossen. Ich würde jetzt als nächsten Schritt die restlichen Buslinien auf jeden Fall mal planen, dass wir auf jeden Fall unsere ganzen Dörfer außerhalb der Stadt auf jeden Fall auch mal angeschlossen haben. Ich gucke gerade mal, wie sieht das hier eigentlich mit Autobahnanschluss aus? Eher schlecht. Ich überlege gerade, eventuell macht es Sinn, dass unsere Busse an der Stelle noch eine exklusive Auffahrt und Abfahrt bekommen. Dass wir quasi hier drüben so eine exklusive Abfahrt für unseren Busbahnhof hier hinbauen. Ja. Und hier eine exklusive Auffahrt oder so. Na, wir müssen halt auch ein bisschen gucken mit dem Platz hier. Wir haben, wie gesagt, nicht so viel. Aber das mache ich jetzt auf jeden Fall, bevor ich die Buslinien plane. Das ist, glaube ich, wichtig. So, hier nehme ich jetzt auf jeden Fall diese Spur hier. Busway, das, wie gesagt, warte mal gucken, das ist alles Beta irgendwie, das wundert mich ein bisschen. Wir haben doch normalerweise auch normale Straßen mit eigenen Busspuren hier. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass diese Straßen nicht auch von normalen Fahrzeugen dann genutzt werden. Das passiert nämlich manchmal fehlerhafterweise. Das will ich hier gerne verhindern. So, das heißt, hier kommt jetzt an der Stelle erstmal so eine Ausfahrt hin, also eine Abfahrt. So. Genau. Dann hier einmal so eine Kurve, zack, genau, und dann das Ganze hier wieder rüber, zack, läuft, sehr schön. Okay, damit hätten wir auf jeden Fall die Abfahrt schon mal gebaut und ja, die bauen wir dann sozusagen jetzt auch erstmal kurz hier drauf, genau. Die Ampel, die lassen wir auf jeden Fall, die können wir da auf, brauchen wir da auf jeden Fall und jetzt kommt die, die Abfahrt auf der Seite auf jeden Fall auch noch dazu. So, dann müssen wir jetzt gerade mal gucken, vielleicht hier noch ein bisschen Anlauf nehmen, ein bisschen weiter hier vorne das Ganze wegplanen, genau. Dann das Ganze jetzt einmal kurz hier rüber, genau. Und jetzt mal überlegen, wie platzieren wir das am besten. Am besten lassen wir das Ding jetzt direkt in den Kreisverkehr reinlaufen. So, das heißt, jetzt mal kurz hier rüber und dann hier rüber, genau. Ja, läuft. Damit hätten wir das auf jeden Fall auch angeschlossen. So, und jetzt brauchen wir, wie gesagt, noch die Auffahrt. Das ist jetzt eine Abfahrt hier drüben. Jetzt muss ich gerade bloß mal überlegen mit dem Einbahnstraßensystem. Die Busse fahren ja, wie gesagt, hier raus und dann würde ich die Abfahrt quasi hier rüber bauen, so an der Stelle. Oder baue ich die direkt hier hin? Warte mal, die fahren ja eh hier lang und da machen wir hier einfach eine Kreuzung. Dann kommt die Abfahrt hier hin. So, genau. Dann geht es einmal auf der Seite entlang. Und ja, jetzt muss ich mal überlegen, wie baue ich das am besten? Das Ding ist, ich habe hier, wie gesagt, kaum Platz. Ich könnte natürlich überlegen, ob ich diese Autobahn hier noch so ein Stückchen nach hier drüben setze, dass ich die Busspur quasi hier in die Mitte bekomme. Oder ich versuche das Ganze hier wirklich über so ein Brückensystem irgendwie rüber zu führen. Aber dann brauche ich jetzt zuerst einmal die Brücke hier. So. Das heißt einmal so die Brücke. Ich gucke gerade mal, ob die Pfeiler gesetzt hat. Nee, leider nicht. Das war nämlich das Ding, was ich gerne vermeiden wollte. So, dann muss ich jetzt gerade mal gucken hier. Einmal den Pfeiler hier hin und dann, ja, so läuft es auf jeden Fall. So. Und dann die Ausfahrt bzw. Auffahrt. Einmal hier so rüberbauen. Oh, und jetzt habe ich, ganz wichtig, ich habe wieder Umschalt P vergessen auszumachen. Deswegen stehen die ganzen Bäumchen jetzt hier noch. Warte mal, das muss ich gerade nochmal machen. So. Dann hier nochmal frei bauen, genau. Das heißt hier gerade auf minus 4 oder ja, minus 4 erstmal runter, genau. Und an der Stelle das Ganze jetzt auf die Straße hier drauf führen lassen. Genau, damit läuft das auf jeden Fall auch. Hätten wir auf jeden Fall. Und ja, dann bauen wir jetzt sozusagen erstmal kurz die andere Seite fertig. So. Hier kommt jetzt, ja, wobei hier brauchen wir gleich so eine runde, ja, abgerundete Auffahrt. Ich gucke gerade mal ungefähr. Wie muss ich das hier platzieren? Ungefähr bis zu diesem Baum hier. So. Und dann einmal hier hoch. Genau, das läuft und an der Stelle würde ich dann sozusagen auch hier so diesen kleinen Kreis reinbauen, dass die Busse dann hier sozusagen auch schnell auf diese Autobahn hier unten kommen. So, mache ich am besten ab hier. Wobei, sieht ja auch nicht so geil aus im Moment. Alter, das ist immer eine Fummelei. Es tut mir gerade leid, wenn das gerade ein bisschen langweilig ist, aber ich versuche solche Sachen natürlich auch immer einigermaßen schön zu bauen. So, das heißt dann hier die Auffahrt einmal hin. Ich hoffe, wobei das ist vom Winkel unrealistisch. Warte mal, ich fange jetzt einfach mal andersrum an. Das heißt zuerst die Auffahrt hier bauen, genau. Und dann hier sozusagen die letzte Kurve bauen. So, genau. Dann passt das auf jeden Fall. Und ja, dann bauen wir jetzt hier sozusagen auch noch diesen Anschluss hier drüben hin. Weil das sieht jetzt auch ein bisschen krass aus. Warte mal, ich baue das ganze Ding hier einfach nochmal neu. So,
Hier mache ich gleich eine Einbahnstraße draus. Genau, bis hierhin. Eben kurz absenken auf minus 3 und dann hier auf 0. So, und dann bauen wir jetzt hier quasi so diesen Anschluss hin. Genau. Und jetzt hier drehen wir das Ganze einfach kurz um von der Fahrrichtung, dann läuft das auch. So, damit hätten wir jetzt auf jeden Fall so ein paar Abkürzungslinien für unsere Buslinien gebaut. Sehr schön. Hier muss ich auf jeden Fall noch eine Einbahnstraße draus machen. Hier auch. Das passt auf jeden Fall alles. Ich zeige mir nochmal gerade die Richtungspfeile an. Kontrolliere sozusagen nochmal, wobei Richtungspfeile funktionieren gerade mit diesen Linien gar nicht. Weil ich nicht im Straßenbaumenü bin. Aber ich glaube, das sollte einigermaßen passen. Ich gehe gerade mal hier kurz auf die Straßen und gucke mir nochmal die Richtungspfeile an. Genau. Hier haben wir Abfahrten. Läuft. Und hier haben wir Auffahrten. Das läuft auch. Hier unten sehe ich gerade, hier habe ich es noch zweispurig. Haha, gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Genau, mache ich hier auch nochmal einspurig draus. Genau, super, damit hätten wir das fertig gebaut, dieses Projekt. Und jetzt können wir auch endlich die Buslinien richtig planen. Den Tree Brush mache ich gerade nochmal aus. Genau, zack, fertig, weg damit. Ja, und jetzt gehe ich erstmal kurz auf dieses Tool hier mit den Buslinien. Jetzt muss ich aber allerdings echt mal kurz gucken. Das mache ich gerade hier nochmal ein bisschen kleiner, damit das nicht so viel Platz wegnimmt. Wir haben, wie gesagt, schon einige Linien gebaut. Wir haben zum Beispiel, ich muss gerade mal gucken, welche Linien wir überhaupt schon haben. Wir haben die Linie 1, wir haben Linie 2 und die Linie 3 plus den Skibus 1 und die Linie 601 Zürich. Also 601, habe ich gedacht, das sind Innenstadtslinien und die Linien, die hier so durchnummeriert sind, das sind die Linien, die wirklich richtig übers Land gehen. Und die Skibusse sind die Skibusse, die quasi, ja, hier abgeschlossen in solchen Dörfern die Skigebiete versorgen. Dass wir das auf jeden Fall auch ein bisschen systematisch haben. Das heißt, wir machen jetzt mit Linie 4 weiter. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, welche Dörfer haben wir schon angeschlossen. Das Dorf Niki haben wir auf jeden Fall angeschlossen. Genau. Dorf Niki haben wir angeschlossen und ich muss gerade mal gucken, Linie 3. Zürich nach Memphis. Genau, das ist die Linie hier drüben. Das haben wir auch schon angeschlossen und unsere Altstadt haben wir angeschlossen. Das heißt, die ganzen restlichen Dörfer brauchen noch einen Anschluss. So, und ich würde sagen, das machen wir jetzt relativ easy. Also, gerade mal gucken, welches Dorf haben wir dann. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal eben kurz hier nach Cresta diesen einen Anschluss, ja. Das heißt, es gibt einmal hier drüben bei den Hotels natürlich eine Bushaltestelle für die ganzen Touris. Dann eine Linie, die in das Dorf einmal reingeht. Die kann dann hier drüben auch wenden. So, geht dann quasi hier einmal zurück, hält hier nochmal, hält noch einmal hier vor dem Overlook Hotel. Und dann geht die jetzt quasi einmal über den Pass drüber. Und ja, oben beim Pass habe ich ja überlegt, ob man da eventuell noch so ein bisschen was hinbaut. Ich würde sagen, da machen wir auf jeden Fall auch eine Haltestelle hin. So, dann haben wir hier, wie gesagt, diesen kleinen Ort Anker. Der wird auf jeden Fall auch angeschlossen. Und genau, dann geht es hier runter beim Dorf Vermont, wird auch nochmal kurz gehalten und dann geht es hier unten beim Dorf Niki vorbei. Ich überlege gerade mal, ob man hier beim Dorf Niki auch nochmal, ja komm, ne, hier die kombinierte Bushaltestelle einmal mitnimmt und dann geht es direkt in den Hauptbahnhof hier rein und genau, dann wird das jetzt quasi hier die erste Haltestelle auf der Seite. So, da hält die dann einmal die Linie und ja, müssen wir gleich noch richtig einfärben. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal in die andere Richtung. Das heißt, hier nochmal halten, allerdings erst nach dieser Kreuzung. Sonst gibt es da Stau. So. Und dann nochmal gucken, ach, bei diesen Straßen hier, bei den National Roads, kann ich das gar nicht platzieren. Genau, dann gibt es hier nochmal eine Haltestelle. Ich hoffe halt, ich will halt kein Dorf vergessen jetzt an dieser Stelle. Dann gibt es hier noch eine. Und genau, dann geht es hier einmal hoch Richtung Dufour-Spitze sozusagen. Dann wird oben am Pass noch einmal gehalten, an der Passhöhe. Und wieder zurück in das Dorf Cresta. Genau. Zack, Fahrt nicht auffindbar? Was? Wieso das? Das wundert mich jetzt. Hä? Fahrt nicht auffindbar? Warte mal. Irgendwo muss ein Fehler sein. Also bis nach hier hinten kommt er auf jeden Fall noch. Warte mal, wenn wir hier nochmal so eine Haltestelle hinsetzen, mal gerade gucken, ob das jetzt klappt. So, und dann hier oben auf die Passhöhe, das klappt ja auch noch, ne? Macht er ohne zu mucken, so. Aber wenn es dann hier runter geht, klappt es nicht mehr. Warte mal, nicht, dass ich da einen Fehler mit der Straße gemacht habe. Wäre geil, wenn mir das jetzt erst auffallen würde. Aha, ja geil. Okay, das Dorf Cresta war die ganze Zeit nicht erreichbar. Alter, so eine Scheiße. Warte mal, was nehmen wir denn dann hier für eine Straße eigentlich? Ich glaube, ich habe hier die gebaut, ne? Nochmal kurz gucken, habe ich sonst irgendwelche Fehler hier gemacht? Alter, das ist ja richtig krass. Ich weiß nicht, das habe ich in Folge 10, glaube ich, gebaut, das Dorf. Hauptsache, es fällt mir jetzt erst auf. So, jetzt gucken wir gerade mal. Buslinie 6 hier, da gehen wir einmal nochmal kurz drauf hier. So, und damit können wir die jetzt, glaube ich, weiter editieren.
so oben am Bergpass habe ich, glaube ich, die letzte Haltestelle gesetzt, ne? Da klicke ich jetzt einmal drauf und jetzt versuche ich die quasi hier anzuschließen. Linie abschließen, so, damit klappt das. Und das ist jetzt die Linie 4 und die führt von Zürich nach, ich wollte gerade meinen Namen schreiben, ey, so richtig geil. Zürich nach Cresta, so, sehr schön. Okay, damit hätten wir das auf jeden Fall auch fertig. Ich muss gerade mal gucken, wegen Farbgebung. Wir haben jetzt dreimal blau. Ich brauche auf jeden Fall für diese Linie hier eine andere Farbe. Ich überlege gerade bloß, welche. Grün haben wir, glaube ich. Doch, grün haben wir auch schon. Nehmen wir gelb. Gelb haben wir auch schon. Nehmen wir rot. Rot haben wir auch schon. Verdammt. Wir haben irgendwie alle schon. Komm, Linie lila. So, damit hätten wir das auf jeden Fall auch fertig. So, bei 20 Minuten. Ich will aber auf jeden Fall gerne noch ein paar weitere Dörfer anschließen. So, das hätten wir alles angeschlossen. Hier, zack, die ganze Ecke einmal. Aber wir haben ja auf jeden Fall noch das Dorf Rotkreuz. Und das Dorf Rotkreuz braucht auf jeden Fall auch noch einen Anschluss. Und das Dorf Schutterwald, Hürzel und Winsdorf auch noch. Und ich überlege gerade, ich glaube Schutterwald, Oberhürzel, Hürzel und Winsdorf können wir alle über eine einzige Linie anschließen. Und das Dorf Kestrich können wir eigentlich auch über eine, ja, das kriegt eine eigene. Das Dorf Guarda kriegt eine eigene und das Dorf Proseken kriegt eine eigene Linie. So, das heißt, ich baue jetzt hier mal eben kurz so ein Rundparcours quasi. Das heißt, der Bus fährt hier wirklich nur in eine Richtung. Genau, dann fährt er jetzt nach Hürzel. So, einmal schön vor der Kirche hier drüben halten, auf der Rückseite. Genau, dann vielleicht nochmal hier bei der Dorfausfahrt halten. Und ja, damit sollte das auf jeden Fall auch passen, so bei der Feuerwehr quasi. So, jetzt haben wir das Dorf Schutterwald. Das ist, wie gesagt, eins unserer größeren Dörfer. Ich glaube, da werden wir mit so einem normalen Bussystem nicht hinkommen. Wobei, komm, nee, das ist jetzt der Überlandbus. Die Leute fahren dann hier sozusagen zum Dorfkern. Die können dann hier sozusagen aussteigen und an der Stelle dann hier umsteigen. Ja, sozusagen, da werden wir dann noch so einen lokalen, regionalen Bus bauen. So, jetzt gucke ich gerade mal. Wir könnten das hier drüben runterführen oder natürlich platzsparend hier rüber runterführen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wisst ihr was, wir lassen jetzt die ganzen Zwischenhaltstellen hier, ja, wobei Vermont nehmen wir nochmal mit, ne? Da hält das Ding nochmal und das hält auch hier unten im Dorf Gutshof. Wobei, da haben wir ja schon eine Haltestelle, das heißt einmal hier. Und genau, dann hält das sozusagen jetzt hier in der Spur Nummer 2 und wird jetzt hier auch wieder zurückgeführt. Weil da muss ich jetzt gerade mal aufpassen, wenn ich hier direkt nach Rinsdorf drüber fahre, genau, fährt er hier wieder hoch. Und ja gut, das heißt Gutsdorf kann ich auf jeden Fall an der Stelle auch wieder mitnehmen. So, einmal. Und Nummer 2 ist dann hier das Dorf Vermont. Genau, und dann geht es jetzt quasi direkt hier rüber, wo der Ring einmal geschlossen wird. So, und ich glaube, die Linie können wir jetzt tatsächlich blau lassen. Wie gesagt, hier haben wir einmal rot, dann haben wir hier einmal lila und jetzt haben wir einmal blau. Das nächste ist dann grün sozusagen. Und die grüne Linie, die wird dann sozusagen, mal überlegen, ja, hier, Rotkreuz anschließen. Das heißt, nochmal eine neue Linie planen. So, zack, einmal kurz hier unten halten, an der Stelle. Dann geht es einmal hoch Richtung Kirche hier. Ja, gerade mal gucken. Schön zentral hier. Genau. Wir werden gleich auf dem Rückweg auf jeden Fall auch noch Haltestellen bauen können. Hier drüben noch eine. Und dann geht es jetzt einmal über das Dorf Vermont. Wobei Vermont halten wir jetzt mit dieser Linie nicht. Wir halten hier nur einmal. Ja, wir fahren einmal durch das Dorf Niki durch. Hier kommen. Na, einmal bis hierhin. Genau. Und dann, ja, hält die jetzt sozusagen auf dieser Haltestelle hier drüben. Und genau. Geht er jetzt quasi hier wieder zurück. Hält hier nochmal. So, auf der Strecke hält es jetzt nochmal hier. Wobei Vermont hat jetzt genügend Anschlüsse, das passt. Genau, hält dann hier. Gegenüber vom Friedhof sozusagen. Hält hier drüben noch einmal. Und ja, wird dann hier sozusagen abgeschlossen. Zack, fertig. Hätten wir das auch. Und das färben wir jetzt natürlich auch nochmal ein. Und zwar grün. So, und das ist jetzt, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe gerade, glaube ich, ein paar Linien vergessen, um zu benennen. Und zwar genau, Linie 2 haben wir, Linie 3, Linie 4, das ist dann hier Linie 5. Linie 5 und das ist dann Zürich. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie hieß denn das kleine Dorf hier? Rinsdorf, Zürich, Rinsdorf, Zürich, Rinsdorf, Hürzel. Na, Alter, ich kann nicht mal schreiben. Hürzel, Schutterwald. Schutterwald passt nicht mehr. Ja gut, da muss jetzt Rinsdorf dran glauben. Rinsdorf ist definitiv das kleinste Dorf, das wir hier haben. Ne, in dieser Linie. Deswegen Schutterwald ist da, denke ich mal, genau, am wichtigsten. Und ich glaube, Hürzel muss dann auch nochmal raus. Verdammt. Ja gut, dann ist es halt Zürich, Schutterwald. Wir wissen ja, dass die beiden anderen Dörfer damit drin hängen. So, und die andere Linie hier war dann Zürich. Ne, also Linie 6. So, Linie... Alter, was ist los? Ich kann nicht mehr schreiben. Linie 6, Zürich nach Niki und
Rotkreuz. Ne? So, das sollte jetzt, glaube ich, auch alles passen. Genau. Gut, damit hätten wir das auch fertig. Und 25 Minuten kommen. Ein Dorf schließe ich noch an. Das wird jetzt das Dorf Kestrich sein. Da muss ich jetzt bloß gerade mal gucken, wie ich das Ding am besten anschließe hier. Wobei, das wird dann auf jeden Fall hier die Autobahn nutzen, denke ich mal. Ansonsten macht das keinen Sinn. So, und dann machen wir jetzt gerade mal... Überlege ich gerade mal. Wir könnten eigentlich hier noch eine Haltestelle hin platzieren. Oder nehmen wir hier drüben. Komm, ich fahre... Ich starte jetzt einfach mal kurz da drüben in Prosegen. So, da halten wir auf jeden Fall einmal hier gegenüber von der Kirche. Das ist quasi unser Startpunkt hier. Und genau, die andere Linie dann mal gucken. Warte mal, wenn wir das so machen, dann kommt der Bus hier rein. Der hält dann quasi einmal vielleicht hier oben. Bauen wir dann vielleicht hier schon mal direkt fertig. Hält dann einmal hier drüben an der Stelle. Hält dann nochmal hier. Wobei, nee, komm, das macht keinen Sinn. Nee, genau, der hält quasi nochmal hier drüben an der Stelle vor der Kirche. Dann kommt hier noch eine Haltestelle hin. Zack, genau. Und dann passt das auf jeden Fall. So, und dann jetzt in einem Schwung zurück bis zum Busbahnhof. Und da würde ich sagen, nehmen wir einfach mal den hier. Boah, ich sehe vor den ganzen Richtungspfeilen, sehe ich halt gar nichts mehr. Genau, fährt einmal hier quasi rein. So, und dann jetzt hier auf der Stelle wieder zurück in unser Dorf hier. So, und das heißt, der hält dann, ja, nochmal hier drüben vielleicht. Zack, biegt dann hier ab, anschließend oben in diesen Abschnitt rein. So, damit hätten wir das auf jeden Fall auch fertig. Das ist jetzt die Linie 7, glaube ich. Linie 7, Zürich Richtung Prosegen. So. So, Leute, dann wären wir jetzt für diese Folge auch durch. Wir haben auf jeden Fall richtig was geschafft. Super viel ÖPNV gebaut. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen interessant. In der nächsten Folge machen wir dann, wie gesagt, auch wieder andere Projekte natürlich. Ansonsten, falls ihr am Anfang irgendwie ein Projekt wiedererkannt habt, was ihr vorgeschlagen habt, was ich nicht vorgelesen habe, was ich total vergessen habe, schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ansonsten natürlich Daumen nach oben nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Bis dahin, ciao, euer Memphises. Macht's gut. Haut rein. So. Hauptsache Versprecher am Fehler noch. Ja. Versprecher am Ende noch als Fehler. So, Alter, ey, was eine Abmoderation. Ja, Leute, haut rein. Tschüss.